Hallo und sonnige Grüße aus Antalya. Alman Derwisch wieder hier. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heißt das eingeschaltet oder eingeschalten? Okay, also ich hatte euch versprochen in meinem letzten Short-Video, dass ich euch auf eine Beobachtung aufmerksam machen möchte im Zusammenhang mit der Insta360 X4. Und da gibt es auf dem Bild, auf der Aufnahme so Schlieren und Linien, die so rauf und runter wandern, je nachdem wie die Kamera sich bewegt. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Inzwischen gibt es eine einfache Lösung, die möchte ich mit euch teilen, damit euch nicht dasselbe passiert. Was war die Ursache? Also, ich war in einem Naturpark und in dem Naturpark habe ich mit der Insta X4 Aufnahmen gemacht. An einem Wasserfall. Und jedenfalls ist Folgendes passiert. Ich habe also die Linsenprotektoren, also den Linsenschutz, auf der Kamera gehabt und stelle mich unter so einen Wasserfall, also nicht direkt drunter, sondern ich habe mit dem 3 Meter Stick die Kamera so nach oben geführt und habe dann Aufnahmen von diesem Wasserfall gemacht. Anschließend habe ich die Kamera wieder runtergeholt und dann habe ich ein Stück weiter gesehen in dem Teich einen Haufen Fische, ziemlich einigermaßen klares Wasser und ich denke, okay, gehst du mit der X4 auch unter Wasser. So, vorher habe ich geschaut, dass die Verschlüsse alle ordentlich zu sind und da keine Möglichkeiten gibt, dass da Wasser eindringt. Das ist also sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr unter Wasser geht, immer vorher kontrolliert, sind die Verschlüsse auch richtig zu. Okay, also Kamera eingetaucht ins Wasser und ja, letztendlich habe ich wieder rausgeholt und habe gesehen, ach Scheiße, da sind ja noch die Linsendinger drauf. Ja, habe die dann abgeschraubt, ja, weil ich nochmal wahrscheinlich ins Wasser rein wollte und habe die dann also beide abgeschraubt und in die Tasche gesteckt, wo man die also reintut. Ihr wisst ja, da gibt es ja hier in der Tasche für die X4 gibt es da so kleine Fächer und da kann man diese Linsenabdeckung, diese Linsenobjektivprotektoren reintun und da sind sie gut aufgehoben. Ob es die Premium-Variante ist aus Glas oder ob das die Plastik-Standard-Variante ist, spielt dabei keine Rolle. Also, die Dinger da rein, nicht in die Hosentasche. So, also Kamera ist jetzt ohne den Linsenschutz. Ja, bei der Kontrolle der Aufnahmen habe ich festgestellt, was sind das da für komische Linien, für komische Schlieren und bin aber nicht gleich drauf gekommen. In der Zwischenzeit ist die Ursache mir klar geworden. Und zwar habt ihr ja, wenn ihr die Kamera benutzt, ich schalte mal ein, ja, und ihr geht da auf das Menü. So, da haben wir hier irgendwo in dem Menü, und zwar hier die Einstellung für den Linsenschutz. Und diese Einstellung heißt Auto, ganz oben Standard Linsenschutz, Premium Linsenschutz und ganz unten kein Linsenschutz. Und ja, was ist passiert? Ich habe einfach vergessen, diesen Linsenschutz auszuschalten. Nachdem ich die Linsenschutzdeckel runtergenommen habe, da war immer noch eingeschalten auf Standard. Und das war der Fehler. Ich hätte im Menü, bevor ich mit der Kamera weiterarbeite und Unterwasseraufnahmen oder andere Aufnahmen mache, entweder aktivieren müssen kein Linsenschutz oder aber mindestens auf Auto. Weil die Kamera ist ja in der Lage, selbst festzustellen, habe ich die Deckel drauf oder habe ich die Deckel nicht drauf.
So, und natürlich weiß dann die Kamera, wenn man das nicht macht und nicht beachtet, nicht mit dem Stitching wohin. Ja, so ist also der Linsenschutz eingeschaltet und die Kappen sind gar nicht drauf, kann das Stitching natürlich nicht hundertprozentig funktionieren. So, umgekehrt genauso sind die Kappen drauf und ich habe es nicht aktiviert, dass ich einen Linsenschutz habe, dann weiß die Kamera auch nicht, was soll ich mit dem Stitching machen. Und daher kommen diese Linien und diese Schlieren. Also bitte, wenn ihr dann mit der Kamera arbeitet, überlegt euch genau, kann der Linsenschutz draufbleiben, aus welchem Grund auch immer. Ein Grund wäre zum Beispiel, ihr haltet die Kamera aus dem fahrenden Auto oder habt sie draußen montiert, wollt in Höhe der Fahrbahn, also ziemlich weit unten, Aufnahmen machen und macht den Linsenschutz drauf, damit hochgeschleuderte Kiesel oder andere Partikel nicht die Linse treffen und beschädigen. Das wäre natürlich ein fataler Fehler. So, wenn ihr aber Aufnahmen macht, wo der Linsenschutz nicht unbedingt erforderlich ist, also wo ihr keine Gefahr habt, dass die Linsen irgendwo anecken, dann macht ihr den Linsenschutz runter und vergesst nicht, in dem Menü die entsprechende Funktion zu aktivieren oder deaktivieren. Das war's, was ich euch mitteilen wollte. Denkt daran, macht nicht den Fehler wie ich, sondern achtet darauf. Und dann passt das auch mit den Aufnahmen. Das war's. Alman Derbisch, Tipps und Tricks mit der X4. Und bis zum nächsten Mal. Sonnige Grüße aus Antalya. Macht's gut. Bye bye. Tschüss. Wir hören uns beim nächsten Mal.